Ja, werfen wir in diesem Abschnitt einen kurzen Blick auf das Thema der Funknetze. Bei den Funknetzen können wir also auch zum Beispiel eine Klassifizierung in Form von Entfernungsklassen vornehmen. Ähnlich wie wir das schon kennengelernt haben beim PAN, MAN und so weiter, gehen wir hier auch mal in die kurze Distanz. Dann haben wir dort ein Wireless Personal Area Network, also ein Ad-Hoc-Netzwerk, was wir beispielsweise über Bluetooth ausbauen können. Bluetooth ist im IEEE 802.15 standardisiert für etwa 10 Meter Entfernung. Und wir haben Bandbreiten, die liegen eben bei 2.0 etwa bei 2,1 Megabit bis in dem neuen Standard 24 Megabit pro Sekunde. Dann haben wir das WLAN natürlich mit einer Spezifizierung seit 97 schon vom 802.11 hin zum 802.11n. wo wir also mal angefangen sind mit 5 bis 6 Megabit pro Sekunde und inzwischen bis zu, zumindest theoretisch, 600 Megabit pro Sekunde haben. Im nächsten Entfernungsbereich, also im Bereich von Ortschaften beispielsweise, finden wir dann das Wireless Metropolitan Area Network mit einer Standardisierung IEEE 802.16 des WiMAX beispielsweise. Und WiMAX macht also bis zu 1 Gigabit pro Sekunde, jedenfalls theoretische Übertragungsraten, also ist typischerweise eben für Nahbereiche in Ortschaften zu sehen. Darüber hinaus, und da kommen wir dann mehr in den Bereich der mobilen Funknetze, haben wir halt das Wireless Wide Area Network, und das heißt also, wir arbeiten in unterschiedlichen Funkzellenbereichen und bei LTE beispielsweise mit Geschwindigkeiten von 225 Megabit maximal theoretisch. Und da beschäftigt sich zurzeit weniger die IEEE mit, als vielmehr die Third Generation Partnership Project Organisation, die eine weltweite Organisation ist, um Mobilfunknetze weiterzuentwickeln. Nun, ich möchte mich im Folgenden konzentrieren auf das, was wir auch für eine lokale Netzwerkplanung brauchen. Also im Wesentlichen möchte ich mich konzentrieren auf die WLAN-Standards. Und da geht es jetzt natürlich darum, zu gucken, an welcher Stelle setzen wir auf. Wir haben wieder ein Shared Media, ganz klar. Und beim Shared Media bedeutet das also, wir müssen uns wieder um die Bitübertragungsschicht und über die Sicherung und um die Sicherungsschicht kümmern. In der Bitübertragungsschicht 802.11 sind es im Wesentlichen zwei Verfahren, die noch angewendet werden, die allerdings inzwischen auch modifiziert werden. Das ist einmal das Frequency Hopping Spread Spectrum oder auch das Direct Sequency Spread Spectrum. Das sind beides Verfahren, wo wir hingehen, in denen ein schmalbandiges Signal mit einer größeren Bandbreite abgebildet wird. Ganz einfach deshalb, um eine größere Störsicherheit zu haben. So, und das ist das, was sozusagen im Wesentlichen in der Bitübertragungsschicht stattfindet. Natürlich muss auch der Zugriff auf das Medium entsprechend geregelt werden. Da sind wir dann in der zweiten Schicht im Media Access Control. Auch der wird beim 802.11 entsprechend angepasst. Nun, welche Standard gibt es dort? Ich hatte es vorhin ganz kurz erwähnt. Wir sind angefangen von dem Punkt 11 Standard 1997. Im ISM-Band 2,4 Gigahertz haben wir also eine Übertragungsrate von 2 Megabit. Wir gehen jetzt inzwischen schon in eine Standardisierung rein, die seit 2009 letztlich modifiziert wurde. Da sind wir bei dem 802.11n und bei dem N ist es so, wir können Übertragungsraten bis zu theoretisch 600 Megabit pro Sekunde erreichen. Sie sehen, die Reichweiten sind auch etwas unterschiedlich und hängen natürlich dann damit zusammen, welches Band ich verwende und welche Dämpfungen ich im Endeffekt an der Stelle habe. Ja, was gibt es für Möglichkeiten, ein WLAN aufzubauen? Wir sehen hier ähnlich, wie es auch bei Bluetooth möglich ist, Ad-Hoc-Netzwerke. Wir können also ohne weitere Kopplungselemente auch zwei Endgeräte, typischerweise machen Sie das vielleicht mit Ihrem Mobiltelefon, mit dem Auto, können Sie über WLAN beispielsweise koppeln. Das ist dann ein Ad-Hoc-Netzwerk, da brauchen Sie weiter keine Infrastruktur. Wenn Sie ein Basic Service Set Infrastruktur verwenden, dann haben Sie mindestens einen Access Point. Dieser Access Point kann dann oft schon mit einem Router oder einem Switch kombiniert sein, um sozusagen die Anbindung an das lokale Netz zu haben oder auch eine Anbindung mit einem Router in das Internet. Und Sie können natürlich mehrere solcher Zellen, typischerweise auch in einer Etage eines größeren Gebäudes haben, wo Sie mehrere Access Points haben, die Sie dann
am besten über einen WLAN-Controller entsprechend abstimmen. Wir werden noch sehen, was für Schwierigkeiten es da geben kann. Und dann wiederum weiter in das Netz einkoppeln. Nun, was gibt es für Herausforderungen? Einmal, wenn wir eine technische Dimension nehmen, wir haben im ISM-Band typischerweise 14 Kanäle zur Verfügung mit einer Bandbreite von 22 MHz. Und Sie sehen das mal hier in der Kanalaufteilung. Wenn wir also benachbarte Kanäle in dieser Bandbreite des ISM-Netzes nutzen, dann können wir maximal 3 Kanäle nebeneinander benutzen, die nicht überlappen. Und das ist ja wichtig, überlappungsfrei, ansonsten haben wir eben Interferenzen. Und das Thema Interferenzen spielt halt immer wieder eine Rolle. Sie sehen das mal hier schematisch, also wir haben ganz schnell Überlappungen unterschiedlicher Frequenzen. Und das bedeutet also, unterschiedliche Frequenzen sind kein Thema, soweit die nicht überlappen. Aber wenn sie überlappen, haben sie Interferenzen und sie haben Störungen und dadurch nimmt die Bandbreite ab und auch die Übertragungsmöglichkeit. Deshalb ist es wichtig, dass die Auswahl der Kanäle entsprechend getroffen wird und je mehr solcher Endgeräte Sie anhängen, umso schwieriger wird es letztlich, da störungsfrei zu arbeiten. Deshalb überlässt man das am besten dann sogenannten WLAN-Controllern. Und neben dieser schon rein technischen Überlappung von Frequenzen haben Sie dann immer noch die Herausforderung der gebäudespezifischen Dämpfungen. Und wenn Sie mal hier den Grundriss einer Etage der Hochschule sehen, dann sehen Sie dort 7 Access Points und um die Access Points herum haben wir eine relativ geringe Dämpfung. Das zeigt also das grüne Spektrum. Dann verläuft das grüne Spektrum über ein gelbes hin zu einem orangen. Die Dämpfung wird immer größer. Und Sie müssen also mit diesen Ausleuchtungsprofilen sehen, dass Sie die Räume entsprechend so ausleuchten, dass Sie möglichst wenig Dämpfung im Zugriff haben. Nur dann kriegen Sie störungsfrei auch entsprechende Bandbreiten für die Endgeräte zur Verfügung. Haben Sie dann nur zur Verfügung. Ja, eine weitere Herausforderung, ganz klar, beim Funk ist natürlich das Thema des Datenschutzes und momentan State of the Art ist nach wie vor das Wi-Fi Protected Access 2, der WPA 2 mit Verschlüsselung nach dem Advanced Encryption Standard. Dieser Standard wurde auch nach IEEE 802.11 das letzte Mal 2007 aktualisiert und 3 Jahre später, ja da war es dann soweit, da haben dann Sicherheitsexperten der Firma Airtight dann doch eine Lücke gefunden im WPA2-Verfahren und diese Lücke ist interessanterweise im Standard selber von 2007 auf Seite 196 dokumentiert und wenn Sie dieses Dokument durchlesen, 1200 Seiten, finden Sie eben auf Seite 196 und diese Lücke wird dann tatsächlich auch als WPA2-OL-196 bezeichnet und insofern ja, ist auch das letztlich nicht ganz sicher, wobei es schon eine sehr hohe Sicherheitsanforderung genügt. Wenn Sie im BSI-Standard nachgucken beispielsweise, werden Sie feststellen, das ist nach wie vor State of the Art. Ja, was gibt es noch für neuere Entwicklungen im Hinblick auf die Bandbreite? Sie sehen hier, es gibt den 802.11ac und AD. Die offizielle Standardisierung wurde im Dezember 2013 der AC-Standard verabschiedet. Für eine Reichweite für maximal 50 Meter liegen wir inzwischen bei 3,2 Gigabit pro Sekunde. Also das ist schon wirklich ein Hochleistungs-Backbone-Netz, was man damit betreiben kann. Und in die Richtung geht eine weitere Standardisierung, das ist die 802.11ad, die bis zu 7 Gigabit pro Sekunde in Zukunft schaffen wird. Also da wird in Zukunft noch dran gearbeitet an diesem Medium und wir sehen schon, die Bandbreiten nehmen sukzessive weiter zu, wobei man eben immer wieder berücksichtigen muss, Dämpfung spielt dann letztlich auch eine Rolle und damit nimmt automatisch die Reichweite ab.